Hoffentlich dauert das nicht den ganzen Tag, Zwirni. Ich habe heute Vormittag eine Menge zu erledigen. Geduld, Geduld, Papa Schlumpf. Es dauert nur noch eine Minute. 8 Zentimeter. Es sind immer 8 Zentimeter, oder? 7,5. Ach, Papa Schlumpf. Ich frage mich, ob wir es nicht etwas modischer machen sollten. Nein, vielen Dank. Ich verstehe das nicht, Klamse. Ich lese dieselben Bücher wie Papa Schlumpf, habe die gleichen tiefen Gedanken wie Papa Schlumpf, bin mit Sicherheit genauso klug wie Papa Schlumpf. Sieh mal, ich bin auch so beweglich wie Papa Schlumpf. Und ich bin sogar noch jünger als Papa Schlumpf. Ich frage mich, Klamse, was mache ich falsch? Also, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Natürlich weißt du es nicht. Wenn ich es nicht weiß, woher solltest du es dann wohl wissen? Aber eines weiß ich ganz genau. Auf Papa Schlumpf hören sie wirklich alle, aber auf Schlaubi Schlumpf kein einziger. Ich versteh's nicht, Azrael. Ich versteh's einfach nicht. Sieht denn der große Merlin nur um einen Deut klüger aus als ich? Bin ich etwa nicht genauso belesen wie Monrovia? Mit Sicherheit bin ich genauso gemein wie Sloan. Und trotzdem hört mir niemals jemand zu. Sie haben alle etwas an sich, Azrael, etwas Besonderes. Etwas, das ihren Ruhm erklärt. Aber was könnte das sein? Na, Schlaubi? Nicht jetzt, Klamse. Ich bin tief in Gedanken. Aber Schlaubi? Bitte, Klamse. Gut, wie du willst. Ich dachte nur, du wüsstest gern, dass eine Wespe auf deiner Brille sitzt. Oh, meine Brille! Natürlich, genau das ist es. Hilfe! Der einzige Unterschied zwischen Papa Schlumpf und mir besteht darin, dass ich eine Brille trage. Hilfe! Oh! Das ist es, Azrael. Der einzige Unterschied zwischen Ihnen und mir besteht in den Haaren. Sie tragen alle Bärte. Also lasse ich mir einen Bart wachsen. Und was das für ein Bart sein wird, voll, lang, imponierend. Ein Bart, der alle anderen in den Schatten stellt. Er wird dicker sein als Merlins, länger als Monrovias und zottliger als Sloans. Ja, Azrael, jetzt kann ich mich sehen. Der bedeutendste Zauberer auf der ganzen Welt. Ich hoffe, es wird nicht allzu lange dauern, Barbie Schlumpf, denn ich habe heute noch sehr viel zu tun. Nur ein paar Minuten. Ich frage mich, Papa Schlumpf, ob du nicht viel jünger aussehen würdest, wenn wir dir den Bart stutzen. Das ist der letzte Schrei, wirklich. Nein, danke. Oh Mann, Schlaubi, ich glaube, du solltest lieber deine Brille aufsetzen. Ich meine, findest du nicht auch, dass das ein bisschen besser wäre? Oh, Klamse, die Weisheit des inneren Auges sieht viel klarer als jede mechanische Erfindung. Glaub mir. Wie willst du es denn, Toulouse? Vision der Lieblichkeit im Fenster. Oh, wie poetisch. Ah, Schlumpfine, da bist du ja. Du siehst heute hübscher aus. Mein Meisterwerk hast du ruiniert. Du machst mich wirklich unheimlich wütend, Schlaubi. Ein Schlumpf sieht rot. Rot? Rot? Aber natürlich, wieso ist mir das nicht früher aufgefallen? Papa Schlumpf bezieht seine Weisheit aus seinem roten Anzug. Hey, Klamse, wo ist meine Brille? Na gut, ich mach dir einen roten Anzug. Aber ich finde es nicht angebracht. Könntest du dich nicht für eine andere Farbe entscheiden? Rot. Ich finde es gelinde gesagt anmaßend. Es ist mir relativ egal, was du findest. Der Kunde hat immer recht. Um was schlumpfte sich denn? Genau das wollte ich auch fragen. Will Papa Schlumpf vielleicht etwas bekannt geben? Nein, ich, Schlaubi Schlumpf, werde jetzt ein paar weise Worte von mir geben. Meine lieben Schlumpfkameraden, so wie ich hier vor euch stehe, symbolisiere ich die Weisheit in all ihrer Pracht. Und ich kann euch sagen, dass ich... Es muss wohl der Bart sein. Und dann sagte das Bärenbaby zur Bärenmama, wer hat meinen Haferbrei gegessen? Herein. Kann ich dir helfen, Schlaubi? Papa Schlumpf, ich habe mich gefragt... Ja, Schlaubi. Wie lange hast du schon deinen Bart, Papa Schlumpf? Eine lange, lange Zeit, Schlaubi. Und war er immer weiß? Aber nein, das war er nicht. Werde ich jemals einen Bart haben, Papa Schlumpf? Durchaus möglich. Wirklich? Wann? Oh, sagen wir
wir mal so, in etwa 300 Jahren. Das ist ja furchtbar. So eine lange Zeit muss ich noch warten. Ja, du musst Geduld haben. Geduld ist der Eckpfeiler der Weisheit. Nichts, nichts, nichts. Ich werde wohl 300 Jahre brauchen, bis mir ein Bart wächst. Ich sage dir, Asrael, ich verliere jetzt bald die Geduld. Es muss doch noch eine andere Möglichkeit geben. Was ist denn jetzt schon wieder los, Schlaubi? Na, hoffentlich nicht noch eine Rede. Oh Mann, ich glaube, Schlaubi will was bekannt geben. Könntest du dich kurz fassen, Schlaubi? Geduld, meine Schlumpfkameraden, Geduld! Habt ihr denn keinen Respekt vor diesem nicht zu übersehenden Symbol der Weisheit? Herein. Ja, Schlaubi? Papa Schlumpf, ich kann nicht 300 Jahre auf einen Bart warten. Ich fürchte, das wirst du müssen, Schlaubi. Ich habe schon an ein Haartonikum gedacht, Papa Schlumpf. Nein, Schlaubi, mir ist kein Tonikum bekannt, das Haare wachsen lässt.